Hallo, ihr Beauty-Freunde da draußen. Wie gefallen euch denn die Worte? Natürlich, schnell, frisch. Gut, oder? Dann seid ihr hier genau richtig, denn ich zeige euch heute meinen natürlichen, schnellen, frischen No-Make-up-Make-up-Look. In diesem Video verbinde ich meinen No-Make-up-Make-up-Look mit meiner morgendlichen Pflegeroutine. Denn die Haut muss ja auch gut vorbereitet sein, damit die Foundation richtig strahlen kann. Also ich finde, dieser schnelle Look passt sowohl zum Business-Outfit als auch zu einem Easy-Day und lässt sich am Abend, wenn es denn sein soll, auch wunderbar noch aufpimpen. So, ich nehme euch jetzt mit in mein Badezimmer, wo ich auch gedreht habe. Und nur damit ihr es wisst, ich habe natürlich die Haut vorher gründlich gereinigt und auch schon das Tonic angewendet. Let's go! Also ich trage als erstes mein Sensapore High Potency Serum auf dem Gesicht inklusive der Augenumgebung und dem Hals auf. Es verschmilzt, wie ihr seht, in Sekundenschnelle mit der Haut, um sie mit Powerwirkstoffen zu durchtränken, die sie fit für den Tag machen und ihre Abwehrkräfte stärken. Vor allem gegen die schädigenden Einflüsse, die ständig auf ihr lasten und den Alterungsprozess vorantreiben. Zum Beispiel durch oxidativen Stress. Sofort danach trage ich eine meiner beiden Sensapore Creams auf. Je nach Hautzustand die fetthaltigere oder die leichtere Variante. Heute habe ich mich für die Light-Variante entschieden, weil meine Mischhaut kein Bedürfnis nach höheren Fettanteilen hatte. Das ist bei kalten, trockenen Außentemperaturen meist anders. Dann würde ich mich für die lipidhaltigere Variante der Essential Creams entscheiden. Als nächstes kommt die Sensapore Eye Cream dran. Ich trage sie auf den Ober- und Unterlidern auf. Und bitte dran denken, nicht zu stark reiben und zerren, denn die zarte, dünne Haut der Augenumgebung hat das nicht gern. Oft gebe ich auch zwei Lagen übereinander. Ohne meine Augencreme würde ich nicht in den Tag gehen, denn meine Haut ist hier sehr trocken und die Creme rettet sie mit ihrem hohen Wirkstoff- und Lipidgehalt durch den ganzen Tag. Mein Tipp, auch gerne noch ein bisschen auf der Lippenpartie auftragen. Über das alles kommt jetzt erst ein Lichtschutzprodukt mit Schutzfaktor 50. Ich halte das immer extra getrennt. Denn ich möchte, dass die Wirkstoffe aus meiner Gesichtspflege in die Haut einsinken und der Lichtschutz dann erst darüber liegt. Jetzt gebe ich mit einem nicht zu großen Make-up-Pinsel eine leichte, cremige Foundation darüber. Zuerst ein bisschen in der Augenumgebung und arbeite sie da noch mit den Fingern etwas mehr ein. Dann gehe ich mit dem Pinsel und der Foundation übers ganze Gesicht und verteile sie möglichst gleichmäßig. Und nun gebe ich noch einmal eine dünne Lage mit einem Make-up-Schwämmchen darüber. Das geht auch gut, wenn das Schwämmchen etwas angefeuchtet ist. Zum Beispiel mit Wasser oder auch, Spezialtipp, mit ein paar Tropfen meines Sensapore Complete Balance Tonics. Ich setze euch natürlich die Foundation, die ich verwendet habe, in die Infobox. Aber den Tipp mit dem Tonic auf dem Schwämmchen könnt ihr auch mit eurer eigenen Foundation ausprobieren. Ich bin ziemlich sicher, dass das eurem Teint einen besonderen Glow verleihen wird. Ich persönlich bekomme am Ende mit dieser Methode, also erst Pinsel, dann Schwämmchen und mit den Fingern, den Hautton am besten ebenmäßig für den natürlichen Look hin. Und so hält die Foundation bei mir auch gut über den ganzen Tag. Zum Fixieren verteile ich dann einen leichten Puder. Ich nehme dabei nur wenig mit dem Pinsel auf und gehe dann lieber noch einmal mit einer zweiten ebenso dünnen Lage darüber. Das verhindert fleckige Stellen, mattiert, aber macht kein maskenhaftes Aussehen. Und das ist ja genau das Wichtige beim No-Make-up-Make-up-Look. Ich setze euch natürlich alle Produkte in die Infobox. Und für die Transparenz nochmal, Sensapore ist meine eigene Kosmetikmarke. Und die Produkte der anderen Marken habe ich gekauft, verwende sie selber und bin nicht von den Marken gesponsert. Für meinen Natural Look halte ich das Make-up minimalistisch, auch bei der Mascara. Sie sollte von der Konsistenz her nicht zu dick sein. Und ich achte darauf, dass auch nicht zu viel davon auf dem Bürstchen landet. Lieber gehe ich mit ganz wenig, dafür aber 2 bis 3 Mal über die Wimpern. Das sieht natürlicher aus als eine dicke Schicht von vornherein alleine. Bei den Wimpern achte ich auch darauf, möglichst alle zu erwischen. Wie viele von euch ja schon wissen, verwende ich keine wasserfeste Mascara, weil das die Augenpartie beim Abschminken unnötig strapaziert. Ein leichter Blusher wirkt Wunder für einen frischen Look. Ich mag Aprikot, Pfirsich oder Korallentöne, keine dunklen. Den Blusher trage ich mit einem Pinsel gerne auf Höhe des Jochbogens auf. Wichtig ist, dass nur ganz wenig Produkt am Pinsel haftet, also wie hingehaucht.
Zum Schluss kommt noch auf die Lippen ein Gloss oder zarter, cremiger Lippenstift. Auch hier mag ich für den Tag keine zu dunklen Töne. Fertig ist mein Quick and Easy Natural Make-up Look. Ihr seht, ein No-Make-up-Make-up-Look kann schnell und unkompliziert gehen. Aber den schönen Glow bekommt ihr nur hin, wenn ihr die Haut dauerhaft richtig pflegt. In diesem Sinne, bleibt mir treu, abonniert meinen Kanal und besucht mich auch auf Instagram und auf www.sensapur.com. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch.